einfach mal da rein, weil ich zu faul bin. Das geht automatisch und sie ins ME wieder zurück. So. Weißt du was, ich nicht, Alex, ich arbeite halt trotzdem an den scheiß Bienen jetzt weiter gerade. Obwohl wir die Emeralds haben. Er hat gerade erfahren, dass ich habe vorhin halt einfach mal just for fun ins ME geguckt. Wir haben 32 Emeralds im ME. Er hat fast geweint. Er musste sich sogar muten, weil er seine Tastatur essen wollte. Ich könnte ausrasten. Ist das hier, was ist das hier? Projekt bei dir, Crocs, in Minecraft? Ja, das ist ein Minecraft-Projekt von mir. Das ist, ja, so ähnlich wie Minecraft DC, NC damals war, ist es halt jetzt Minecraft DC, halt ein bisschen mit Technik und alles. Und, ja, einfach ein bisschen basteln und bauen vor sich hin, weil ich damals Bock hatte da drauf. Extrem und das reine Vanilla, ich doch bei Folge 700 doch langsam ein bisschen die Lust dran verloren hatte. Was machst du? Ich? Hast du da gerade ein Loch reingeschossen? Nein. Und was ist hier oben? Ein Loch. Wenn du da was kaputt gemacht hast, hau ich dich. Ich hab nicht echt... Ja, komm erst. Nee, hier ist nichts kaputt. Okay, ja, ich guck gerade in. Ich hab eigentlich in die Richtung da geschossen. Aber momentan habe ich auch ein bisschen Lust, wieder auf meine Minecraft 700 sozusagen, die 701 aufzunehmen. Mal wieder ein bisschen Vanilla habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, sehr Lust. Hey, Rightso? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das haben wir alles gebaut. Also, das haben wir, ich und Chris gebaut. Das ist Softeis, sein Bienchen- und Blümchen-Reservoir. Da erklärt er den Leuten, wie man, wie das mit den Bienchen und Blümchen funktioniert. Ja, das haben wir alles gebaut. Wir sind jetzt auch bei Folge 110. War auf jeden Fall vor der Aufnahme 110. Es sind auch schon wieder 2,5 Stunden vorbei, aber das ist noch harmlos. Also da kommen noch etliche Anlagen hin. Also hier kommt in die zweite Etage noch eine Anlage rein. Da drüben kommt noch was hin. Da hinten ist eine Windmühle, die man gerade nicht sieht. Danke für den Follow. Ja, das kommt auf jeden Fall noch einiges und vieles dazu. Also wir sind doch noch sehr am Anfang erst. Solarzellen werden auch noch kommen. Eine große Solaranlage. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was wollte ich denn machen? Das hast du eben schon gesagt, dass du den Faden verloren hast. Ja, ich habe ihn. Ich bin so gut, ich verliere den Faden gleich zweimal. So. Ich glaube, ich schmeiß noch ein bisschen Netherrack. 1, 2, 3, 4 in die Pulverizer, damit wir noch ein bisschen Gravel rausbekommen. Mach nochmal einen Stack Gravel, bitte. Ja, ich bin schon drüber. Weil ich du gerade oben hier. Flupp. Weil hier, denke ich, ist es fertig. Und ich hänge an dem scheiß Tisch fest. Ja, und wir können hier nichts mehr draus machen. So. Du bist am überlegen, ob Folge... Ja, genau, Folge 701. Ich bringe viele Streamer mit meinem Namen durcheinander. Ich... Vor Folge 701 bin ich sehr stark am überlegen, ob ich mal wieder einfach für mich... Auch mal wieder ohne Kamera vielleicht sogar einfach für mich mal wieder irgendwas aufnehme. Aber irgendwie... Ich habe noch echt mega viele Ideen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe noch mega viel vor, was ich da bauen will. Aber irgendwie findet sich die Zeit momentan eher wenig dazu. Ich habe jetzt heute Minecraft DC aufgenommen. Also wir nehmen heute Minecraft DC auf. Hier im Stream mit, weil ich Zeit finden möchte für ein anderes Projekt, was ab nächsten Monat in die Beta-Version geht sozusagen. Vielleicht sogar schon, wenn man schon. Nächste Woche eigentlich schon, Beta. Ja, übernächste Woche. Übernächste Woche geht's dann in die Beta-Version. Und offizieller Start von diesem Projekt, wo ich mal noch nicht zu viel sagen will, ist der 1.1.2018. Da sind wir jetzt, ja, Champ vor allem sehr extrem. Da dran am Basteln und am... Ja, viel am Basteln und am Coden und Plugins finden, etc. Es wird ein schönes... Am Coden gesagt. Ja, am Coden, genau. Jam ist echt am Rumcoden. Ja. Und es wird sich dann auch hoffentlich alles so entwickeln, wie ich es mir wünsche. Also wir sind halt jetzt auch keine Mega-Profis und alles. Wir machen das halt alles just for fun ein bisschen. Und der Gedanke, der da... Just for fun, full tryhard, ich zerstöre euch.
Und der Gedanke ist halt dahinter, dass wir alle zusammen viel machen können. Das ist der Grundgedanke. Und auch ein bisschen zu mir mitpasst. Aber zu viel möchte ich nicht verraten. Zu viel möchte ich mal noch nicht verraten. Es wird irgendwann mal richtig offiziell alles werden und dann auch alles dementsprechend laufen. Aber wir arbeiten momentan eigentlich schon extremst dran, vor allem Cem halt auch mit. Boah, ey, meine Bienen haben mich schon wieder gestochen. Es wird sich aber... Ey, jetzt geh mal bitte. Ich sehe nämlich nichts. Es wird sich aber noch sehr stark ändern, wenn es in der Beta ist. Dann wird das ganze Team hier mit dran arbeiten. Und dann... Jungs, viel Spaß. Wir haben einiges vor. So viel kann ich schon mal verraten. Uiuiui. Ich habe auch mit Chris vorhin schon mal drüber. Danke XD Gamer für den Follow. Es wird schon ordentlich werden. Es wird einiges, vieles wird es werden, kann ich sagen. Und genauso möchte ich es haben. Ich möchte den Server so gut wie perfekt haben. Perfekt werde ich nie schaffen, weil ich bin Perfektionist und das ärgert mich dann nur noch mehr, aber es soll gut sein. Es soll gut werden. Und ich habe mich wieder verraten, dass es ein Server wird, oder? Scheiße! Okay, es wird ein Server. Aber, wie gesagt... Es wird ein kleines, schnuckliges Server werden. So viel können wir verraten. Den Rest lasst euch überraschen, liebe Leute. Genau. Und der Start wird halt am 01.01.2018 sein. Der offizielle. Der offizielle, ja. Der Beta-Start ist für uns halt eh nur. Na gut, der Beta-Start bedeutet ja eigentlich nur jede Menge Arbeit für uns. Einmal jede Menge Arbeit für uns und alles testen bis zum Teufel komm raus. Die Scheißviecher haben mich schon wieder gestochen. Ist wie kacke, dass es permanent Poison zu haben? Mann. Ist bestimmt schön. Weißt du, wie bitter das ist, wenn du als Negro auf den Wiedergänger zuläufst, denkst du halt, den mach ich jetzt fertig und dann umfällst instant? Nein, weiß ich nicht. Ich hab einen Negro. Ich bin der eigentlich der, eher der, der stehen bleibt. Naja, ich meine aber gerade nur im PvP. Ich hab nicht genug Wolle. So, okay. Ja, wir werden alle zusammenarbeiten. Nicht nur du mit Chris, glaub's mir. Weil das werden wir nicht schaffen sonst. Okay, wir haben hier, wir brauchen einfach noch fucking viel mehr Wolle. Das kann doch nicht wahr sein. So. Alter, ich baue hier gerade ein Zeug nach dem anderen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich weitermachen soll gerade. Genau, Koppel. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich mache ein bisschen Koppel. Ich brauche ein bisschen Redstone, Energy Conduits, ein paar. Ich brauche ein paar Glasfiber-Kabelchen. Dann komme ich auch gleich mit zu dir. Glasfaserkabelchen, ich brauche ME-Kabelchen. ME-Kabelchen, da haben wir nicht mehr so viele, aber das kriegen wir hin. Was soll diese Verniedlichung? Das macht mich verrückt, ey. Ach, ach Softeischen. Alex, ach, ich hab's denn geschafft. Soft Icy. Ja. Finde ich schön, geschafft. Softy. So, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen einen Weg rüber. Die Hängebrücke ist halt auch noch zu machen. Oh Gott. Warum wollen wir denn immer so viel bauen? Kannst du eine Redstone-Fackel mitbringen? Nein. Dafür ist schon zu spät. Ich bin ja in der Nähe von dem Ding. Ich laufe nicht gleich zu dir. Wir haben keine Redstone-Fackel. So. Ich mach schon eine Redstone-Fackel. Ich brauche bloß eine einzige. Ich habe jetzt einen halben Stack. Danke für den Follow. So. Ich glaube, hier gehen wir mal runter. Da müssen wir ein bisschen anpassen, halt den Boden. Ein bisschen, hey. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Hey. Meine Biene hat mich gestochen und ich habe Regeneration gekriegt. Sorry, ich muss es einfach noch. Das ist doch gut. Ja. Das hört sich so komisch an. Ja, aber ja, das ist ne? Doch gut. Warum klingst du dann so traurig dabei, wenn du das sagst? Weil danke für den Post. Weil mich das Vieh gestochen hat. Aber du hast doch Regeneration davon gekriegt. Ja, für 2 Sekunden. Und meine Dschungelbienen vergiften mich für 50 Sekunden.
Ja, dann. Hey, wieder Regeneration. Uiuiui. Warum lässt du dich auch die ganze Zeit stechen von den Viechern? Weil ich den Schutzanzug noch nicht habe. Ja, warum machst du den Schutzanzug nicht? Weil die Dschungel. Weil dafür brauche ich einen sehr seltenen Drop aus von Dschungelbienen. Und da ich von Dschungelbienen permanent nur einen aktiven Stamm habe, weil ich einfach mehr nicht gefunden habe. Hast du Pech gehabt, auf gut Deutsch, willst du sagen? Ja. Ach scheiße, ich habe doch noch eine tropische Königin. Vergiss, was ich gesagt habe. Ui, das sind's zwei. Softice, ich merke mir mittlerweile gar nicht mehr, was du gesagt hast. Richtig so. Was hast du gesagt? Ganz schnell, mein junger Padawan. Was? Ich hab dir nicht zugehört, was? Das war zweites gut. Der hat ein Like verdient. So, ich weiß nicht, ob man es dann in die Richtung. Ich würde noch ein bisschen den Weg in die Richtung rausziehen und. Oder wir gehen gleich. Ja, ein bisschen ziehen wir den Weg noch rüber und dann gehen wir in die andere Richtung rüber. Zombies! So. Hier mal jeweils eins runter. Jetzt brauche ich noch mal kurz meinen Mining Laser. Wusch, 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 wusch. So. Ja, sieht doch halbwegs super aus, das Ding immer von außen. Ja, also, muss ich sagen, gefällt mir. Gefällt mir, was du da baust. Müssen wir ausruhen, ist halt wieder deine Arbeit mit Bäume setzen. Ich habe gerade noch mit Zombies abschlachten, weil die schon wieder auf den Sack gehen. Ohne Scheiß. Das nervt so extrem, die Zombies. Mir kommt es echt so vor, als ob in Tech World die Spawnrate von den Viechern extrem viel höher ist. Danke für den Follow. Klamibo. So. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, ich habe keine Glasfaserkabel mehr, dabei sind sie nur nicht nachgerutscht. Mal kurz mal das Herz zwischen die Arschbacken gerutscht. Oh mein Gott, die Folge wird nicht mehr werbefreundlich. Ich habe Arschbacken gesagt. Fuck! Hey, dafür gibt's auch Creme, dass es weich bleibt. Ja. Dass es besser flutscht, meinst du? Nee, das nennt man. Wie heißt noch die Babycreme da? Baby? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Die ist aus kleinen Babys gemacht, oder? Deswegen ist sie so geschmeidig. Ja. Ohne Worte. Ich habe ja voll die Zombie-Armee gegen mich schon wieder. Ich will doch nur einmal bauen. Ich würde mir an deiner Stelle mal ernsthaft Gedanken machen, John. Ja, ohne Alter, der Laser, der rupft einfach durch die Erde durch, so alles weg. Hoffentlich bin ich nicht so weit rübergekommen, nein. Ich hör's doch hier schon wieder grunzen. Schatz, sei mal leise. Zum Glück hört sie nicht zu, ey. Ich hätte jetzt Schaufelschnauze gekriegt. Zum Glück hört sie uns nicht. Ja, ja. Ohne Scheiß, zum Glück hört sie uns nicht. So, okay. Ich würde jetzt bis dahin ziehen oder darüber gehen. Schatz, sei mal leise. Ja. Also ich weiß, ich muss hier noch ein bisschen raus. So würde ich, hätte ich mal gesagt, dann hier. Dass ich immer so viel terraformen muss, wenn ich nur einen einfachen Weg bauen möchte. Das aber zum Glück. Sehr, sehr gut. Zum Glück kann ich das mittlerweile fast blind. Ah! Das hat sich nach dem Toten angehört. Oh, mein Vater war ja mal gemein zu meiner Freundin.
Da war sie ungeschminkt und der Schatz, sagte, Natascha, alles in Ordnung, du schaust heute so fertig aus und sie, nein, ich bin nur ungeschminkt. Nein! Nicht mal genau. Wenn sie es nicht von hinten anguckt mit dem Küchenmesser, ist alles in Ordnung. Nicht mal gedacht, nur, oh, Vater, fail. Ah, Mann! Der war echt böse, ja. Die Frage, ob er das beabsichtigt gemacht hat. Also wie ich mein Vater würde ich es zutrauen, ja. Er kommt nach mir. Mal schauen, wer es checkt. Ah! Du weißt nur, was der Apfelfeld ist, weil ich vom Stamm? Nee, ich hab gesagt, mein Vater kommt nach mir. Mal schauen. Alter, ich sterb gleich, wenn es so weitergeht hier. Meinst du, kommst nach deinem Vater? Nee, er kommt nach mir. Der war ein Spätzünder. Ich geb's auf. Alter, ich habe jetzt noch 2,5 Herzen, weil ich hier ständig von Zombies angegriffen werde, ohne Ende. Es hört einfach nicht auf. Juhu, heul doch. Okay, was war das? Habt ihr das auch gehört? Hier geht so ein Wind durch mein Zimmer. Ich habe meine Dachfenster offen. Ich hab Angst. Warum denn? Bitte kein Kick. Nee, nix. User in your channel was kicked from the server. User was banned from server. Kicked. So. Jetzt muss ich mal echt mal was snacken. Ich verstecke mich gerade in der Fabrik, ey. Ich glaube, wenn es so weitergeht, gebe ich nicht echt gleich den Löffel ab. Tut mir leid, aber du hast es ja wirklich heraufgefordert. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste es tun. So, oh, Johnny. Ich komme jetzt mal kurz hinter zu dir, Chris. Bau mal kurz die wunderschöne Windmühle auf. Du weißt hoffentlich, wo ich das Ding auch hinhaben will? Nein. Nur wichtig, man kann sie nicht abreißen. So, eine Windmühle. Ich hol 4 MFSUs mit. MFSU, damit wir einfach da die Kabelkapazität voll ausnutzen. Damit wir die automatisch auf 8000 EU hochpushen. Weil wenn keine Energie verbraucht wird, haben wir dann auch gleich einen schönen Speicher. Oh, ein Iridium-Rotor. Bin mal AFK, keines. Bin mal AFK, eine Smoke. Das ist alles zusammengeschrieben. Muss man zusammen lesen. Ich kann es mir denken, wo du ihn hinhaben möchtest. Ist der weit genug draußen? Ich werde nicht weit mal rausholen dann. Ich hätte das Ding jetzt vorne dahin geklatscht, weil sonst ist es also im Weg. Also hier oben drauf wollte ich ne. Ich hätte ihn vorne hin. Weil sonst mussten eins weiter rausholen. Nee, wie ein Kabel, weil du musst das Kabel ja auch noch. Ja, aber du musst. Anschließend noch. Ja, dann. Nee, ich meine. Das Kabel wollte dann direkt hier durchlaufen lassen. Ja, aber du musst es trotzdem noch eins weiter raus tun. Ja. Oh, what? Back. Hey, Lolo. Wunderbar, und darauf hätte ich dann platziert. Ja, da vorne drauf möchte ich dann tun, das ist ja doch nochmal ein Stückchen weiter hausen. Ja, hier haben wir die optimale Höhe hier vorne. Ja, eins hätte gereicht. Also hier. Hier oben drauf will ich ihn hab. Ja, hier hätte ich ihn her. Nein! Ich hab ihn falsch rum. Du hast ihn eingesammelt. Ich drop ihn mal. Bangs. Okay. Also du willst ihn da ganz vorne drauf haben. Genau. Warum ist denn er jetzt in die Richtung? Warte mal, was anderes da. Kann der nur in die eine Richtung gehen? Nein. Ich hab Angst. Der geht doch in die Richtung, in die ich auch Dingens zeigt. Ich hab mal vorne ins Mann gebaut. Der geht was? Der geht doch in die Richtung, in die auch die Windmühle zeigt. Ja, jetzt geht er auch in die Richtung. Warte mal, wenn ich ihn jetzt von der Seite platziere, geht er auch in die Richtung. Der geht immer in die eine Richtung.
Kannst du was einstellen an dem Ding vielleicht? Du meinst drehen? Nein, ich